Und ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest. Und ja, ich muss mich leider entschuldigen, dass letzte Woche echt keine Folge kam, aber ihr habt gesehen, wir waren echt ausgebucht und ich versuche wirklich nur in seltensten Fällen 2 Videos pro Tag online zu stellen. Deswegen, ja, musste leider der Bus-Simulator letzte Woche ausfallen. Ich weiß, der ein oder andere sind immer sehr, sehr traurig, dass hier keine weitere Folge kommt, aber wir versuchen das Ganze immer irgendwie zu handeln, dass ja alle irgendwie immer bedient werden. Und jetzt, wie gesagt, diese Woche ist dann mal wieder der Bus-Simulator dran. Und ja, wir sind jetzt aktuell beim Partybus angekommen. Er stellt eine Nachtstrecke, die Kehrstadt mit der Altstadt Haltestelle verbindet. Mir war eigentlich so, dass wir das Ganze schon mal gehabt haben, aber irgendwie musste das Ganze nicht gespeichert haben oder sowas. Vielleicht irre ich mich jetzt auch nur. Auf jeden Fall sollen wir jetzt eine Strecke erstellen, die habe ich jetzt hier gerade erstellt. Ihr seht es auch schon, ne? Der Partybus. Und wir sollen die Strecke jetzt bei Nacht fahren. Wir sollen erhöhe die Level aller Kehrstadt-Bushaltestellen auf Level 11 und besitze 5 Strecken vom zentralen Omnibusbahnhof, die mit Fahrer Einkommen generieren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das müssen wir jetzt leider mal schauen. Also hier haben wir ZOB. 1, 2, 3, 4. Hahaha. Das hat nicht funktioniert. Das bedeutet, wir müssen noch eine Strecke bauen. Oder können wir eine einfach verlängern? Haben wir eine kurze Strecke? 5 Minuten, was ist denn damit? Bio ist super. Guck mal hier, die bearbeiten wir einfach. Nimm die hier unten einfach raus. Entfernen. Achso, das müssen wir ja so entfernen. So, und wir setzen jetzt einfach die ZOB-Strecke hier rauf. Das müssen wir natürlich neu anordnen. So. Nein, das war schon richtig. Du sollst jetzt hier hoch. Danke. Das wollen wir jetzt speichern. E1-Bio ist super. Jetzt müssen wir die natürlich erstmal abfahren, bevor wir jetzt mal hier Geld generieren. Deswegen, vielleicht schaffen wir es heute in der Folge, hier 2 Aufträge zu fahren. Jetzt muss ich aber nur noch gucken, fahren. Hier sind keine Fahrer drauf. Hier sind zumindest 2 Fahrer drauf. Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Flughafen, der Partybus, ZOB. Hier ist auch kein Fahrer drauf. Hier sind 5 Busse, aber kein Fahrer. Das ist natürlich sinnvoll. Also von den 64 können wir Leute abziehen. Dann machen wir das mal. Ziehen wir hier mal hier Leute ab. Fahrer zuweisen von der 64. Und Busse von der 64 natürlich. Das wäre natürlich super. So, dann haben wir das zumindest schon mal. ZOB, ZOB. Hier für uns Fahrer. Nehmen wir den einen von 58 runter. Die Strecke können wir auch löschen. So. Nein, du sollst hier mir einen Fahrer zu. Zeig mir hier die Fahrer, bitte. So, ja, hier sind echt 5 Busse drin, ne? Die können hier alle raus. Oh. Dass sie das Menü immer noch nicht hinbekommen haben, das ist Wahnsinn. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Oh. Das ist ein bisschen lästig. So. Was hatte ich gesagt? Achso, ein Fahrer muss hier jetzt tourenlos sein. 2 sogar. Dann können wir ja hier den C13er mit drin nehmen und hier auch noch aufsetzen. So, wie sieht's jetzt aus?
Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, die Tür habe ich mir gebaut. Weil die einfach alles umfasst. Also von der 54 muss runter. Von der 54. Der muss runter. So, jetzt müsste es passen, oder? Hier sind zwei Busse drauf. Die habe ich mir gebaut. Bio Super, so ZOB, ZOB Flughafen, der Partybus. Was müssen wir jetzt machen? Kann eigentlich hier auch weg. Irgendwann, wenn das ganze mal das Spiel komplett durch ist, dann müssen wir hier echt mal uns mal ransetzen. Und das Ganze dann dementsprechend halt mal richtig durchnummerieren. Das wäre natürlich schon mal ein Vorteil. So, Fahrscheinverkauf machen wir mal heute aus, okay. Weil es ja ist ja ein Partybus. So. Dann haben wir hier den Partybus. Ah, perfekt, passt. So, PB, der Partybus. Partybus, ja, ist noch richtig geschrieben. Das wäre peinlich. So. So, erstmal müssen wir hier vielleicht noch das einstellen. So. Nächster Halt, Fernmühlengasse. Hi. Hallo. Das kann ich dir leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Das ist der Partybus, hier wird gefeiert. Wake up! So. Nächster Halt, Rathausgasse. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar! So, Rathausgasse. Nein, mein Akku ist schon wieder leer. Was beschwert ihr denn jetzt, was ich jetzt hier für eine Strecke fahre? So, 6 Haltestellen sollen wir ja in der Altstadt fahren, 6 Haltestellen in der Kehrstadt und dann sollen wir zum Schluss noch den Flughafen anfahren. So, also. So, alles aussteigen. Raus, raus, raus.
danke. Hey! Oh, stimmt. Die Strecke hat sich geändert. Hä? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich, was die mir hier die ganze Zeit sagen. Stimmt ja, da war ja was. Da war ja irgendwie eine Haltestelle. Oh, hoffentlich berechnet der das Ganze. Ich das jetzt diese Abschlussfahrt jetzt nicht bekomme, weil der jetzt hier uns die Haltestelle jetzt hier kaputt macht hier. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Ja, das sieht bei Nacht schon echt edel aus, ne? Also, wirklich. Hallo. Wohin geht's jetzt? Hallo. So, soll. Ist die Fahrer drin? Ja, der ist drin. Sehr schön. Oh Gott. Was macht der mit uns hier? Also so habe ich die Planung nicht gemacht, ja. Also falls ihr jetzt denkt hier, das habe ich jetzt gemacht. Das war ich nicht. Moment, wo ist mein Hut hin? Tja, jetzt sind wir auf den Hut aufgepasst, junge Dame. So, wundervoll. Aber ich glaube, das schaffen wir doch heute nicht, beide Touren zu fahren. Das müssen wir morgen machen. Also nicht morgen, aber in der nächsten Folge. Dann werden wir dann zumindest die Aufgabe dann hoffentlich den knacken, der Partybus. Oh Mist, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Dann werden wir dann die ganzen Haltestellen auf Level 11 bringen, hoffentlich. Gucken, ob wir es schaffen. Und ja, die eine ZTP-Strecke nochmal abfahren. So, jetzt geht's Richtung Kehrstadt.
Ja. Ich muss sagen, im Vergleich zum Transome World macht er hier schon deutlich mehr Spaß. Der Transome World, der hat so eine schlechte Performance auf der PlayStation 4 Pro. Das sieht absolut auch nicht hübsch aus. Aber da haben die hier bei Still Alive eigentlich alles richtig gemacht, was man hier auf der PlayStation so machen konnte. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Ja, sieht's mir auch. Ich brauche die Rampe, bitte. Tschüss. So. Boah. Ist das kalt heute Abend? Wenigstens ist der Bus geheizt. Schön am Wasser entlang. Der Busfahrer dort schon Aussicht hat. So muss das sein. Das ist auch schon wieder hell wird, ne? Oh, stimmt. Die Strecke hat sich geändert. Tschüss. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Mal gucken, wann wir denn in Sonnenstadt sind. Müsste ja dann, glaube ich, vorläufig also der letzte Bezirk sein, den wir freischalten. Absolut pünktlich. Danke sehr. Thank you.
haben wir unsere Party. Haben wir ja schon klar gewesen, dass es irgendwie nicht genommen hat. Hi. Mist, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Absolut pünktlich. Danke sehr. Absolut pünktlich. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Hier rockt die Bude, würde ich sagen. Ah, fantastisch. So, ab zum Flughafen. Mitten in der Nacht. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hat. Endstation. Bitte alle aussteigen. Nicht, dass er mir jetzt kommt von wegen, weil wir... Haltestelle irgendwie auslassen mussten. Aber ich glaube, die war auch trotzdem Altstadt. Also eigentlich mit ein bisschen Glück könnte das Ganze passen. Gut, aber wenn, dann haben wir schon mal mindestens 2 Punkte abgeschlossen. Wie gesagt, in der nächsten Folge kümmern wir uns um den nächsten Ball. Und den sollten wir vielleicht, wenn wir Glück haben, schon Sonnenstand freigeschaltet haben. Wenn alles gut geht. Wenn alles gut geht. Flieger, ab in den Urlaub. So, aber bei uns kommt ja jetzt auch das schönste Wetter, was man da haben kann. Viel, viel Sonne. Da braucht man mittlerweile auch gar nicht echt nicht in den Urlaub fliegen. Ich meine jetzt gerade sowieso gerade nicht, aber sonst halt bei dem Wetter da draußen.
Ey, auf zu schlafen, schlafe ich gleich mit ein. Gibt's ja wohl nicht. Fast vorbei gerauscht. Wiedersehen. Bis dann. Jawohl. So, schauen wir mal. Aber sieht gut aus. Jetzt muss er, wie gesagt, bloß noch die Level auf. Aber auf Level 11 sollen wir die bringen. Ach, die meine Güte. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Wir haben jetzt gerade mal die eine, haben wir jetzt auf Level 8 bekommen. Ja, Leute, da werden wir auf jeden Fall noch eine Weile zu tun haben, denke ich mal. So, aber ich würde sagen, wir machen hier unseren Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge Bus-Simulator hier hoffentlich wieder, wenn ihr natürlich mehr sehen wollt. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Und sonst verabschiede ich mich jetzt hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart und freue mich natürlich auf die nächste Folge. Bis dann, tschüss!